Wir haben das 2002, zum Jahr der Geowissenschaften, haben wir das diskutiert und zum ersten Mal das Schiff auf den Weg gebracht. Und seitdem befährt es Flüsse und Kanäle mit einer wissenschaftlichen Ausstellung. Ja, für uns ist das Binnenschiff ein idealer Ausstellungsraum. Wir kommen zu den Menschen, wir fahren in die Städte. Wir haben eine fest installierte Ausstellung, die auch sehr hochwertig ist, sehr viel Informationen liefert. Und das können wir mit anderen Arten von Ausstellungen, die wir abbauen müssen und dann in Räumen zeigen, gar nicht leisten. Wir suchten einen großen Ausstellungsraum, den man von Ort zu Ort transportieren kann. Und da fallen natürlich Lastwagen, haben wir diskutiert, Container. Und so ein Schiff bietet 600 Quadratmeter Ausstellungsraum. Dann ist so ein Schiff attraktiv. Also Leute denken, oh, da war ich noch nie auf so einem Schiff, da möchte ich hingehen. Der Vorteil ist, dass sie zu den Leuten fahren können. Das Besondere ist, dass alle großen Wissenschaftseinrichtungen sich daran beteiligen und Exponate zur Verfügung stellen. Es ist ja eine Präsentation von Forschungsergebnissen, dass wir das gemeinsam schaffen mit Unterstützung oder im Auftrag der Bundesregierung.